So ihr Lieben, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, heute in Campbelltown bei Glen Scotia. Und vorab die allerherzlichsten Grüße an Marco. Marco, vielen Dank für diese Flasche hier und auch die anderen. Marco hat mir diese Flasche hier fürs Video zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr. Eine Abfüllung, die ich tatsächlich mir nie gekauft hätte. Nicht, weil es Glen Scotia ist, nein, weil da ein Rumfinish ist und ich jetzt nicht unbedingt der Rumfan bin. Es gibt Whiskys mit Rumfinishes, ja, die sind ganz in Ordnung, die hauen mich aber nie wirklich vom Hocker. Deswegen, ja, behalte ich mir das Ganze hier so ein bisschen vor. Also meine Meinung ist da immer ein bisschen zwiegespalten. Nichtsdestotrotz freue ich mich, ein Glen Scotia mit einem Rumfinish und dann noch getorft, also peated, mal etwas Spezielles, ja, und abgefüllt für das Campbelltown Festival 2019. Er ist tatsächlich noch verfügbar, laut Bottle Code habe ich jetzt geguckt, abgefüllt am 13.03.2019. Also glaube ich mal noch relativ aktuell auf dem Markt. Kosten soll er zwischen 60-65 €, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, kommt in Fassstärke mit 51,3 Volumenprozenten. Ja, und auf Insel Campbelltown gibt es ja nicht mehr viel, ne? Springbank, Longrow, Hazelburn. Longrow war ja auch mal eine eigenständige Brennerei. Hier, Kilcarron, Glengyle Distillery. Ja, und Glen Scotia. Und das war es dann ja auch schon fast, ne? Es ist eine limitierte Abfüllung. Wie viele Flaschen es wie gibt, konnte ich leider nicht herausfinden. Keine Ahnung. So, und wir werden uns jetzt erstmal einschenken. Na. Der will hier nicht so richtig. So, jetzt haben wir ihn. Ja. Ich liebe ja Springbank, wie ihr wisst. Ich liebe den Longrow. Noch mehr wie den Springbank. Und Glen Scotia hat auch immer ganz fantastische Sachen gehabt. Die ganze Standardserie alleine, 12er, 16er, 18er, was es da gab. Ganz tolle Flaschen. Ach ja, hier ist noch ein bisschen Info. Also, dieser Whisky reifte in Refill American Oak Hogsheads. 14 Jahre und ein paar zerquetschte und bekam dann einen Finish für 8 Monate in Demerara Rum Barrels. Für 8 Monate, genau. Demerara Rum. Mensch. Irgendwo hatte ich mal was gehört, was es ist. Was für eine Rumsorte. Der soll auf jeden Fall von hoher Qualität sein. Zumindest die Fässer. Ich glaube, die werden auch gar nicht mehr hergestellt, oder? Ach, schlacht mich tot. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir unten rein. Vielleicht denke ich dran, ich schreibe es unten selber rein. Aber meistens vergesse ich sowas ja. Deswegen, ich verlasse mich auf euch. Also, 8 Monate Demerara Rum Barrels. Bringt eine sanfte, malzige, braune Zucker, süße Komponente mit zartem Torfrauch. Mhm. Ja. Smoky and sweet. So sieht das Design aus. Ganz schön wild, aber nicht unbedingt hässlich. Oh, kann man machen. Also 2003 destilliert, 13.03.2019 kam er in die Flasche. Ein heller Goldton. Und jetzt gucken wir mal, was er so kann. Ich habe jetzt kein Wasser bereitgestellt, ich werde ihn mal so probieren. Ja, fruchtig frisch. Sehr frisch. Passt jetzt gerade zur Jahreszeit sommerlich. Sommerlich frisch. Eine schöne Zitrus-Vanillenote. Und ganz, ganz dezenter Rauch. Also der Rauch ist tatsächlich für mich hier
jetzt nicht dominant. Irgendwo im Hintergrund plätschert er da so vor sich hin. Total angenehm. Was soll ich sagen? 10 bis 20 ppm, irgendwie sowas. Also diese frische Vanille-Zitrusnote ist auf jeden Fall im Vordergrund und erstaunlich, vielleicht zu meiner Freude, ist der Rum hier sehr verhalten, das Rumfass. Wenn ich mich darauf einlasse, wird es durch diese Frische irgendwie so langsam ein bisschen tropisch, geht so ein bisschen in diese, ich weiß nicht, Ananas-Richtung, Kiwi oder sowas. Ananas-Kiwi-Richtung und das würde ich jetzt mal auf die Rumfässer schieben. Ja, aber schwierig. Eine sehr volle Nase, aber gut, 51,3, die schieben auch hier herum, ne? Gut, Zeit zum Probieren. Marco, herzliche Grüße auf dich. Hui. Ein bisschen länger im Mund gelassen, bewusst. Mit der Speichelfluss einsetzt. Heieiei. Ein würziger Antritt. Holz kommt. Die Zitrus-Vanillenote wieder da. So, und jetzt kommt ganz langsam im Hintergrund der Rauch wieder hervor. Also. Ja, Pietet schreiben sie klein. Ich würde hier auch Pietet klein schreiben, weil der ist wirklich verhalten. Oh, Zitrus. Ja, wieder diese Südfrüchte, diese Zitrusnoten, diese tropischen Früchte sind wieder da. Und dieses Rumfass ist ganz schwer für mich zu finden. Das kann ich wirklich nur auf diese tropischen Früchte schieben, auch hier auf der Zunge. Abgang würde ich eher sagen, mittellang. Die Würze bleibt schön und ja, so eine mittlere Trockenheit, Holzigkeit bleibt auf der Zunge. Schön, aber schöner Antritt. Der Alkohol ist überhaupt nicht störend. Mit seinem 15 Jährchen hat er doch eine gute Reifung bekommen. Also die Hocksets, die geben schon ganz ordentlich Holz her. Die Würze ist wirklich immens. Man müsste statt Pietet würzig schreiben. Ja, wirklich schwer, das Rumfass zu kriegen. Das Tropische ist im Vordergrund. Die Würze. Und so insgesamt muss ich sagen, es ist mehr Bourbon als Rum. Ganz viel Bourbon. Ganz wenig Rum. Und dadurch, muss ich auch sagen, gefällt mir der Whisky gut. Ich hatte jetzt Angst, dass er mir ja vielleicht nicht so bekommt, aber da dieses ganze Rum, was ich so kenne an Finishes bei Whiskys hier eher verhalten ist, bin ich positiv überrascht. Und wenn es dieses Tropische ist, was ich sage, mit diesem Ananas-Kiwi-Geschmack und diese Zitrusnote, wenn das von diesem Rumfass kommt, dann mag ich ihn. Ja. Eine schöne Abfüllung. Sonderbar speziell mit dieser kleinen Rauchnote. Wie soll ich? Ich finde ihn, ich würde es einfach sagen, interessant und etwas aus der Reihe tanzend. Ja? Kein Whisky, der einfach so einfach klassisch Standard ist.
durch diese Gegebenheiten, Campbelltown haben einfach tolle Destillate. Und dieses Rum und dieses Peat machen hier eine ganz besondere Komponente, finde ich. Eine Flasche, die ich mir nicht zulegen würde, deswegen bin ich froh, dank Marco, diesen probieren zu dürfen, aber für Freunde, die so ungefähr das Schema so darauf stehen, die sollten sich diese Flasche zulegen. Tut auch nicht weh, ja, als limitierte Abfüllung in Fassstärke für 60 Euro, 65 Euro max, kann man das durchaus machen. Ist jetzt nicht so ganz mein Beuteschema, aber speziell interessant, das finde ich gut. Ja. Soll es gewesen sein. Wenn ihr ihn auch probiert habt, dann freue ich mich auf eure Kommentare. Tschüss Marco. Tschüss ihr alle da draußen. Bis zum nächsten Video und tschüss.